Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Heute gibt es zuerst einmal wie üblich einen Hocker aus dem Pfeifferl. Danke sehr. Und dann gibt es eine kurze Lesung aus dem neuen Buch Furious Karl, King of Gibbs. Ich habe jetzt die erste Versandwelle überlebt, wollte mich ganz, ganz herzlich für das Interesse bedanken, auch im Namen des Furious Karl, Karl Kartoch. Das ist ein Traum, freut uns natürlich wahnsinnig. Ja, und jetzt haben wir gedacht, ich stelle jetzt so eine Leseprobe auf für alle, die jetzt dort vielleicht noch nicht wirklich wissen, was mit dem Buch anfangen sollen. Und nach dieser Leseprobe, glaube ich, weiß man es dann relativ genau. Zu bestellen sind diese drei Bücher, also jedes für sich oder im Gesamten. Zonko auf Monden 15 Euro, Gustlau in Vollgas 25 Euro, Furious Karl, King of Gibbs 20 Euro. Einfach mit einem Mail an zonko63@gmx.at. zonko63@gmx.at. Ich freue mich natürlich sehr. So, und jetzt Furious Karl, King of Gibbs. Das war mir wirklich ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben, obwohl ich relativ lang gebraucht habe. Es ist allerdings nicht dick geworden. Nur das, was drinnen steht, ist einfach gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Also, dass der Karl das alles überlebt hat, ist einfach ein Wahnsinn. Und es ist natürlich, ich habe es natürlich so geschrieben, dass man auch fest lachen kann, aber es ist alles die Wahrheit da drinnen. Also, ich meine, gut, der Karl kann das selber auch wahnsinnig fest lachen drüber, aber es ist echt eine ernste Geschichte. Und das, was ich euch gerne vorlesen möchte, ist das erste Kapitel. Karls Abgang. Dass sich am Tag des Vigors die Dinge vollkommen anders entwickelten als geplant, lag weniger daran, dass Furious Karl seit 2 Wochen einen Gips an der Gashand hatte, sondern vielmehr an der Aktentasche, die er sich beim Wielen elegant unter den Arm klemmte. Aber der Reihe nach. Meine Schreiberei als frisch gefangener Redakteur der Zeitschrift Der Reitwagen, in der über die schnelle Motorradfahrerei berichtet wurde, war gut. Meine fahrtechnischen Fähigkeiten waren jedoch nicht berauschend. Ich hatte zwar damals schon 200.000 Kilometer mit Mopeds und Motorrädern abgespult und wusste, wie es funktioniert, aber von der Art und Weise, wie der Furiose slidete und wielte, war ich zutiefst beeindruckt. Karl war der kompromissloseste und effizienteste Testfahrer der Welt. In der Regel genügte ein Anruf. Karl, ich brauche Fotos. Hast kurz Zeit? Und dann war er zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ort, wielte und slidete, bis die Bilder im Kasten waren. Meist war in 20 Minuten alles erledigt. Besonders erstaunlich für mich war, dass es für Furious Karl keine Rolle spielte, ob die Maschine einen reinen Vierzylinder, einen V2 oder einen Einzylinder im Rahmen hatte und ob sie schwer war oder leicht. Er fragte nie danach. Er setzte sich vor Ort einfach auf das Eisen, kontrollierte noch kurz die Stellung der Hebeln und riss das Gas auf. Schon nach wenigen 100 Metern verstand er die Maschine so weit, dass er sie mit blockierendem Hinterrad im schweren Drift nahe des Lenkanschlages spektakulär knapp vor parkenden Bürgerkäfigen zum Stillstand bringen konnte, dass er in der Galeriestellung die Menschen vor der Bushaltestelle richtig munter werden ließ und dass wir für die Zeitschrift wirklich gute Fotos hatten. Ein aufrichtiges Danke, Karl, genügte. Dann fuhr der erste Testfahrer aller Zeiten wieder von dannen. Möglicherweise zurück ins Büro, möglicherweise aber auch zu einem Kontrolltermin im Spital. Am Tag des Vigors war dann alles vorbei. Es war ein sehr würdiger Abgang, der krönende Abschluss einer über 10 Jahre dauernden Testfahrerei. Im Unfallkrankenhaus kam Furious Karl zum Schluss, dass es jetzt endgültig genug sei. Dabei hatte der Tag so gut angefangen. Strahlender Sonnenschein, Honda Vigor ausgefasst,
Fototermin am Parkplatz eines Schwimmbades im 14. Hieb. Lorchen, bist munter geworden? Willst du dir in das Buch einbeißen, Lorchen? Dann kann ich es aber nicht mehr verschicken, wenn du da einbeißt. Also, brav sein, Loretta. So, das Vigor war eine nicht besonders spektakuläre, leistungsschwache, straßenorientierte Einzylindermaschine des Flügelimperiums. Unter normalen Umständen hätte Karl das Vigor wohl souverän durch die Kolonnen gewielt, aber von normalen Umständen konnte keine Rede sein. Das wusste ich sofort, als der Furiose aus seinem silbernen A-Klasse-Käfig stieg. Der Fotograf Halle Klick und ich wechselten einen kurzen Blick der Verwunderung. Dann sagte ich, aber Karl, wie soll denn das gehen? Du hast ja einen Gips an der Gashand. Der Furiose meinte, kein Problem, nur das Handgelenk ist schon 2 Wochen her, das muss längst verheilt sein. Wenn du mir hilfst, ist der Gips gleich unten. Ich schluckte. Mit Gipsen hatte ich viel Erfahrung. Nicht beim Motorradfahren, da blieb ich bis zu meinem Engagement beim Reitwagen sturz- und verletzungsfrei, aber als Kind haben sie mich jedes Jahr einmal irgendwo eingegipst, weil ich von einem Baum gefallen war oder die Sicherheitsbindung beim Skifahren nicht ausgelöst hatte. Ich wusste also genau, wie sich eine Gliedmaße und ein Gelenk anfühlen, gleich nachdem sie von einem Gips befreit worden sind. Widerlich. Abgesehen davon, dass man null Gefühl und null Kraft hat und jede Bewegung im versulzten Gelenk schmerzt, ist da auch die belastende Ahnung, dass man sich sofort wieder verletzen könnte. Karl aber winkte meine Bedenken ab. Ich brauche nur den Gips. Ich kann nur den Gips nicht selber abnehmen. Da brauche ich deine Hilfe. Alles andere ist dann eine leichte Übung. 650 Kubik, Einzylinder. Was soll das sein? Reiß an, in einer halben Stunde habe ich eine Kontrolle im Unfallkrankenhaus. Loretchen. Na gut, so ist halt. Ich werde die folgenden 5 Minuten nie vergessen und die anschließende Stunde auch nicht. Es war die kürzeste Testfahrt aller Zeiten. Karl hielt mir den Unterarm hin. Ich nahm wie verlangt die kleine Schneidzange aus der Aktentasche des Furiosen und trennte der Länge nach den Gips auf. Es ist ein Wahnsinn. Lorchen, ich erzähl gerade, wie ich den Gips aufgetrennt habe. Ich meine, ist es, ja? Kannst du nicht ein bisschen flach machen, Lorettchen? Ja, brav. Ja, das ist brav. Jawohl. So, also, nahm die Schneidzange aus der Aktentasche des Furiosen und trennte der Länge nach den Gips auf. Auf die Frage, na was sagst du denn dann bei der Kontrolle? Wusste Karl gleich eine Antwort. Bin in den Regen gekommen. Dann spreizte ich den Gips so weit auseinander, dass der Furiose den Unterarm ausfädeln konnte. Die Gashand war also frei. Mit der linken Hand umfasste er den rechten Unterarm kurz hinter dem Handgelenk, kontrollierte die Bewegungsfähigkeit im Sinne des Vollgases und stellte fest, ganz abwinkeln kann ich nicht, aber der Einzylinder wird eh schon bei Halbgas aufsteigen. Ist die Kamera scharf? Halle Klick nickte, Karl setzte sich auf das Vigor, machte sich mit den Hebeln vertraut, klemmte sich die Aktentasche unter den Arm, geplant war ja ein Business-Willi, und startete zuerst den Motor, dann ins Verderben. Nach 7 Metern war die Testfahrt unwiderruflich zu Ende und das Vigor eine Leiche. Was war geschehen? Nun, der Furiose, der ja unter Termindruck war, hatte diesmal komplett auf jegliches Einfahren verzichtet
und das Vigor vom Stand weg villisieren lassen. Keine Ruhephase am Vorderrad, hart einkuppeln und sofort in die Galerie. Hoch und steil, aber nicht weit. Die in den Himmel ragende Maschine kippte seitlich weg. Karl konnte sie nicht mehr abfangen und so lagen beide 7 Meter nach dem verheißungsvollen Start am Boden. Halliklick hatte alles im Kasten und triumphierte. Wahnsinns Willi, bravo! Unter normalen Umständen hätte ich mich um das Vigor gesorgt und mich vor der liebenswert scharfzügigen Voice of Honda. Seid deppert! Jetzt kann man euch nicht einmal mehr einen Einzylinder geben! Gefürchtet, aber wie gesagt, die Umstände waren nicht normal. Ich stürzte zu Karl und fragte, was ist mit der Hand? Seine Antwort war richtungsweisend. Nix, der Hand geht's gut, aber den Fuß hat's erwischt. Bring mich ins Spital, schnell! Da war etwas sehr Dringliches in seiner Stimme, das ich bis dahin nicht gekannt hatte. Wenn Furious Karl, der Mann, der berühmt dafür war, dass ihm das Wehtun nicht wehtat, so forsch nach dem Spital verlangte, war definitiv etwas nicht in Ordnung. Eine halbe Minute später saßen wir beide schon in der A-Klasse. Karl am Beifahrersitz, aschfahl mit Schweißperlen auf der Stirn. Seine Kommandos waren zwar geprägt von hechelndem Atmen, aber sie waren dennoch bestimmt und unmissverständlich. UKH Meidling, schnell! Dort kennen Sie mich! Hechel, schnell! Hechel, Hechel, muss nicht kuppeln, hat die Tronik! Hechel, Hechel, muss nicht kuppeln, hat die Tronik! Jo, passt eh, Karl! Links auf die Schienen, zweite, dritte! Hechel, Hechel, der Furiose ließ mich die in meinen Augen vollkommen peinliche Schüssel auswinden, als ob es nie einen Elchtest gegeben hätte. Ja. Es war dann eine wahnsinnige Fahrt mit einer unfassbaren Pointe noch im Krankenhaus und da ist er dann tatsächlich ein bisschen länger bedient gewesen, der Karli, aber es ist einfach eine wirkliche Wahnsinnsgeschichte und es ist halt eine Geschichte, bei der er selber dabei war. In dem Buch sind ja relativ viele Geschichten drinnen, wo ich nicht dabei war, die ich mir halt erzählen habe lassen. Und es ist so gewesen, wenn ich, egal wer mit dem Karl was zu tun gehabt hat, jeder hätte können wahnsinnig arge Sturzgeschichten erzählen. Und das Buch, ich meine, das hätte wahrscheinlich so dick werden können wie der 24-bändige Brockhaus. Aber wir haben es halt auf 100 Seiten verknappt. Das ist echt lesefreundlich. Und ich meine, es ist wirklich, ja, es ist ein, ich kann es aus tiefstem Herzen empfehlen. Weltbuch. Gut. Furios Karl, wer es will, zonko63@gmx.at, ein kurzes Mail und die Adresse nicht vergessen, damit sie der Postler nicht verirrt. Freunde, bedanke mich ganz herzlich. Ciao, Papa, grüß euch. So, warte, das letzte Bild machen wir so. Ruhe.